berührt. Ich bin gerade bei der Pano, um Solar aufs Dach zu bekommen und dass er mir die Batterie austauscht hinten. Und ich bin aufgewacht und er war schon fleißig zugange. Und das Licht geht. Ich muss gerade nur einen verfreuen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier in dieser dunklen Stufe. Oh, der Pano, das Licht geht ja wieder. Ja, ja. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Oh, du glaubst nicht, wie glücklich ich bin. Derjenige, der das gemacht hat, der hat schon hohes Risiko gespielt. Was meinst du, mit sich selber? Nee, mit deinem Auto. Hör auf. Ja, es waren einige Kabel, die waren sehr lose da dran, die hingen fast frei. Und was heißt das? Entweder die Sicherung fliegt durch oder es fängt an zu brennen. Hör auf! Ja, aber gut, das muss nicht so sein, ne? Oh, das war Peter. Da war eine Erdung, die war einfach drum gewickelt. Das darf man überhaupt nicht machen. Die muss verschraubt sein eigentlich. Okay, krass. Das hat der Fahrer in meinen Schrank reingebaut. Den habe ich gestern noch für ihn leer gemacht. So sieht der nämlich von innen aus. Das ist ein doppelter Boden. Und da ist mir leider in Norwegen Bier ausgelaufen. Da hatte ich nämlich ganz viel Bier drin versteckt. Da ist die Standheizung drunter, da kommt die raus. Und das ist alles, was in meinem Schrank war. Und wer liegt da? Du kleiner Schmollerichchen, du hast die ganze Zeit rumgeblökt. Ich musste das stoppen. Du hast zu viel rumgeblökt, kleine Maus. Oh mein Gott, ich stehe in meinem Dachfenster auf meinem Rümpelbett. Und ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Da ist Solar drauf. Der ist natürlich noch nicht angeschlossen. Ich bin gerade dabei, dieses kleine Kästchen, was im Schrank ist, da gibt es eine App zu. Da kann man überwachen, wie hoch die Ladung ist, wie viel Strom reinkommt durch Solar. Und vor allem kann man einstellen, ab wann der einfach Stopp machen soll und aufhören soll zu entladen, um die Batterie davor zu schützen, sich Tiefen zu entladen. Das ist genau, was ich brauche, weil die ist ja so kaputt und deshalb ging ja alles nicht. Der Kühlschrank ging nicht, die Heizung ging nicht, das Licht ging nicht, weil ich sie eben viel zu oft Tiefen entladen hatte, weil ich keine Ahnung hatte, wie lange ich Licht anhaben kann. Oh, der Pano, ohne Scheiße, ey. Der ist ein Engel. Ich glaube, er ist ein Engel. Oh, ich bin so dankbar, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe geheult, als ich den Lichtschalter angemacht habe und da war Licht. Ich habe das irgendwie nicht gemerkt, wie anstrengend das war, die ganze Zeit ohne Licht. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Ich merke Situationen immer erst, wenn sie sich ändern, wie sie davor für mich waren. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Oh Gott. Die letzten Schritte erst, ne? So krass. So, noch einmal drüben und dann haben wir es. Das Silikon trocknet und ich nutze die Gelegenheit, hier bei der Pano an seinem tollen Werkzeug zu sein, um hier diese Lasche etwas enger zu machen. Ich war zu weit. Es war zu weit eingestellt, die Lasche. Und anders als bei dem Karamelloskop hat die kein Rädchen, um sie einzustellen. Das bedeutet, man muss den Gurt abschneiden an einer bestimmten Stelle. Oh mein Gott, das ist ja ultra süß. Oh, der Pano! Was ist das denn für eine kleine Küche? Wow, hast du einen tollen Keller! Ja, oh. Und hier riecht gut. Ja. Und da bist du. Stimmt. Wow. Und ich bin totaler Fan dieser Lampe. Der Trichter. Das ist ja toll. Das ist der Nürnberger Trichter. Wie da cool. Da kann man intelligent werden, wenn man den Kopf tut. Dann nehmen wir doch diese hier. Das ist dann ein bisschen überzählt, was du machst. Das ist der Richtige. Hattest du schon mal ein Akkordeon hier auf deinem Operationstisch? Ich habe als kleines Kind tatsächlich das, was ich hier gezeigt habe, von ja. meiner Mutter, immer auseinandergenommen. Ah. Ich habe das
Als ich 6 war, war fast täglich auseinandergegangen. Aber das klingt jetzt auch nicht mehr so gut, der Bahnhof. Ja, damals war ich noch nicht so scheinbar versiert. Da hat mir einiges gefehlt, leider Gottes. So süß. Aha, der Anreißer. Ja, das benutzt man eigentlich bei der Metallarbeit, sozusagen. Ja, wunderbar, wunderbar. Und ab ist es. Das ist genau richtig. Oh, toll. Wir haben Glück. Ich bin aufgeregt. Ich habe immer eine Strumpfhose da reingewickelt, damit ich spielen kann. Wo rein? Hier, weil das so weit war. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich habe da eine Strumpfhose reingesteckt. Super kreative Idee. Oh, wow, wow, jetzt geht's los, du. Ja, sieht aber gut aus. Milton-Kaffee ist einfach der Beste. So, wie geht das hier? Da bin ich gerade dabei, mir das durchzulesen. Ich muss irgendwie... Oh, ich dachte schon, da steht Inflation, da steht Installation. Ich muss irgendwie zur Batteriepflege. Da gibt es nämlich auch ganz smarte Programme, die die Batterie immer erst entladen und wieder vollladen, um das lange Leben der Batterie herzustellen. Und jetzt habe ich eine ganz frische Batterie drin. Leute, ich kann es noch nicht glauben. Wurden gerade in der App 66 Watt angezeigt. Es lädt, es ist verbunden. Papano, was sagst du dazu? Oh! Willst du eigentlich bei den Wesen noch Hallo sagen? Ja. Die Wesen. Ach so, hi. Es geht. Ich werde berühmt auf meine alten Tage. Aber absolut. Alle sind größer Fan von dir mit Sicherheit. Guck mal, hast du schon gesehen, wie toll die Fußmatte jetzt aussieht? Super, so schön abgetreten. Also die passt richtig gut rein. Die war am Anfang noch zu grell, aber jetzt mit der Zeit? Schön, Penida. Du hast doch schöne Füße, du. Danke. Bei mir ist auch der Mittelzeh auch länger. Der Zeigezeh? Ja, ja. Das heißt, glaube ich, dass man sehr schlau ist. Weiß ich nicht. Hoffentlich ist es so. Oh, der Panu ist live, das lädt. Glücklich, 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 glücklich. Wow. Ich habe mein Zuhause wieder. Und es funktioniert nicht nur alles, was vorher nicht funktioniert hat. Nein, es gibt noch eine ganze Menge Verbesserungen. Ich zeig's euch mal von da hinten. Könnt ihr glauben, dass sich das verbirgt hinter diesem rostigen Mobil? Oh, da schläft schon das erste Akkordeon im Bettchen, das Corona-Phon. Da oben hängt meine neue große Liebe, meine Affäre. Die Bildchen wurden gerade aufgehängt. Hier, diese hier. 1 und Nummer 2. Das sind Bilder drauf von tanzenden Norwegern. Und diese Borte hier ist neu eingezogen. Da ist ein total hässlicher Metallstreifen gewesen, der mir schon ewig ein Dorn im Auge war. Da vorne. Hey. Ich bin so glücklich. Guck mal, wie schön es aussieht. Würdest du das denken, dass sich das dahinter verbirgt? Wahnsinn, nee, das ist jetzt brillant geworden. Du. Das, ich bin so dankbar. Weißt du was, diese Lampen, man könnte direkt meinen, das wäre nochmal ein Spiegel da hinten dran jetzt. Ja. Auf den ersten Blick. Das, weil da so viele hängen, weißt du, dass ja. Da die eine Lampe gespiegelt wird. Aber wenn man länger hinguckt, dann natürlich nicht. Das ist ein kleines Häuschen. Oh, ja, ich bin es hat dein so Leben happy. Oh. Ja, du hast es lebendig Vorfall. Gemacht. Du hast es lebendig gemacht. Mit. Der Pano, ich bin wirklich der dankbarste Mensch der Welt. Es ist so. Glaube ich dir gerne. Ich glaube, es könnte wirklich so sein, dass ich gerade der dankbarste bin. Es ist so wahnsinnig schön. Tausend Dank für alles. Ich kann es gar nicht erwarten, heute Nacht wieder hier drin zu schlafen. Endlich, du. So, wie lange hat es so, gedauert? So schön. Fast 4 Monate jetzt, ne? Achso, das Krasseste habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, ich wohne ja jetzt schon wieder ewig hier drin, nur halt in der Dunkelheit. Und ganz am Anfang
als ich das erste Mal hier bei dir war, konnte ich ja noch gar nicht drin wohnen, weil ja Schimmel war. Ja. Das Krasseste muss ich euch noch zeigen. Das ist hier das Hellste, wie es geht. Na, jetzt ist ja sogar schon meine Küchenlampe an, die sich hier, die hat einen eigenen Schalter. Der ist hier unten. Und heller geht's normal nicht. Und das ist auch gut, aber so richtig lesen, schreiben ist schon schwierig. Aber es gibt noch ein kleines Add-on. Da war noch mir ein Arbeitsaufräumlicht. Hier versteckt hinter der Leiste. Das ist so perfekt. Jetzt kann ich Wäsche falten, basteln, bügeln, Songs schreiben, Noten einkleben. All das kann ich nachts machen. Ich konnte das noch nie machen. Ich freue mich so sehr. Und es ist ein relativ warmes LED-Licht. Das habe ich selbst im Baumarkt besorgt mit der Hoffnung, dass das irgendwie mir dran machen kann. Du, hörst du bitte auf? Schluss. Wow, ich habe ganz andere Gesichtsfarbe als sonst, hör mal. Ich habe noch nie so gut gesehen. Schön. Ich muss jetzt noch ein kleines bisschen räumen, aber der Pano möchte jetzt so langsam ins Bett. Deshalb machen wir jetzt die gewöhnliche Abschiedsspazierrunde mit der kleinen Mühlenrennen oben über die Felder. Es ist wahnsinnig schön da oben. Der Mond ist fast voll und geht gleich auf. Und ich freue mich mega. Und dann tucke ich gleich los. Möchtest du den Wesen noch was sagen? Alles Gute, alles Schöne für euch. Das ist doch mal was. Genau. Ich bin gerade so glücklich. Ich bin gerade so glücklich. Leute, ihr könnt es nicht glauben. Diesen Anblick hier, den gab es seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr, einem Jahr nicht. Weil diese Lampen hier, all diese tollen Lampen, die ich so sehr liebe, die funktionieren nur, während der Motor läuft. Vielleicht, wenn ich wirklich sehr lange gefahren bin, noch eine Minute nachdem. Nur so lange, dass ich sicher gehen konnte, dass die Lampen nicht kaputt sind. Und ich habe in Kopenhagen auf dem Flohmarkt ja noch einige Lampen gefunden. Die sehe ich zum Beispiel, die ist neu. Die habe ich noch nie leuchten gesehen. Ich liebe sie. Und die da hinten ist auch neu. Ich bin so freaking glücklich. Ich bin so glücklich, dass mein Herz zerspringen will. Ich bin so scheiße dankbar. Es ist Nacht und ja, normalerweise kann ich nachts gar nichts machen. Tagsüber ist Aufräumzeit, tagsüber ist Kochzeit. All das, wofür man Licht braucht, findet normalerweise tagsüber statt. Nachts kann man mit geschlossenen Augen Musik machen oder ein Buch lesen mit einer Kerze da hinten. Aber auch nichts mehr mit Strom. Weil, wenn das Handy-Akku stirbt, muss ich ja nach vorne einmal ums Auto rumlaufen, mich auf den Fahrersitz setzen und hoffen, dass, wenn ich von der Hauptbatterie Strom abzapfe, ich am nächsten Tag noch wegfahren kann. Das heißt, auch so Videos schneiden und so geht auch nicht. Das heißt, dass es jetzt draußen dunkel ist, stockenduster und ich hier drin bin und Dinge sehen kann. Das ist der unvorstellbarste Luxus auf der ganzen Welt. Ich bin so glücklich gerade. Okay. Oh, ich bin so glücklich. Was ein schöner Tag. Auch, dass das Akkordeon, ich habe gerade noch mal ganz, ganz anders drauf gespielt, weil es das erste Mal jetzt so richtig meins ist. Es wurde auf meine Hand angepasst und ich habe nicht mehr diese bescheuerte Thermo-Leggings da rein. Ich habe ja diese Leggings da reingesteckt, damit ich drauf spielen kann, weil es viel zu viel Platz war in diesem Gurt. Und ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt in dieses Akkordeon. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich liebe das so sehr. Es macht mich so unfassbar glücklich. Ich wollte eigentlich vorhin schon staubsaugen, habe das Akkordeon gesehen, konnte nicht dran vorbeigehen, habe es genommen und eine Stunde war es auf meinem Bauch und ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. So groß ist die Liebe. Ja, so gehen lange und erfüllte Tage bei der Pano zur Neige. Ich reise davon mit dem ganzen Arm voller Geschenke und das Herz voller Dankbarkeit. Ich glaube, man konnte in dem Video sehen, wie glücklich und dankbar ich über die ganze Hilfe und die Unterstützung bin. Es ist für mich, der ich von all diesen Dingen gar keine Ahnung habe, so ein großes Geschenk, jemanden zu kennen, der mir so wohlgesonnen ist und ja, dem irgendwie es am Herzen liegt, dass ich Licht habe und dass mir warm ist und dass ich Strom habe. Und das ist das allergrößte Geschenk auf der ganzen weiten Welt. Hier sitze ich noch auf einer kleinen Bank in der Natur, schaue den Mond an, streiche das kleinste goldene Wölflein und genieße den Ausblick auf diese süße kleine Schnecke, die dort auf meinem Schuhplatz genommen hat.
Ihr Liebsten, ich bin jetzt schon ganz gespannt von euch zu lesen, wie euch das Video gefallen hat und ob ihr meine Dankbarkeit verstehen könnt. Und vielleicht, wenn ihr mit mir zusammen freudig und dankbar seid, dann wollt ihr ja vielleicht auch mit mir eine kleine Butterdusche dalassen in den Kommentaren für den liebsten Dapano, der mir so, so sehr geholfen hat. Ich verabschiede mich von euch, ich freue mich mega auf nächste Woche, da geht's weiter auf weitere Abenteuer. Und ich sage mit 1000 Küssen an euch, bis bald, habt es schön.